Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Oh, hey! Und willkommen, hallo und überhaupt alles zu Geheimakte Tunguska. Haha. Und ich habe schon wieder angefangen, in einem Let's Play zu singen, wenn ich das meiner Mutter erzähle. Ich würde mir das nie glauben. Ja, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir diesen Wagenheber mitnehmen wollten. Können wir aber nicht, weil wir erst einen Reifen dafür benötigen, weil Nina nämlich keinen Bock hat, das Auto zu tragen. Ja, ansonsten habe ich gerade nicht den Ha. Moment. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Also, manchmal habe ich so blitzartige Eingebungen. Das ist einfach, das kommt so, das ist so in mir drin und dann will es raus aus meinem Kopf und das liegt irgendwie wahrscheinlich an meinem ultra hohen IQ, dass ich immer so super Ideen habe. Bla 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 bla. Ja, irgendwas wollte ich jetzt sagen. So, kriege ich jetzt meine Steine wieder? Wagenheber. Die Dinger haben eine gewaltige Hebelkraft. Das ist unglaublich. Hebel doch einen Stein damit. Hebel doch die Zeitung damit. Einen Stift oder dein Handy. Soll ich Die einen Schlüssel fürs Schlüssel? Motorrad und... Naja, Hauptsache Schlüssel haben. Erstmal haben. Schutt? Vielleicht doch noch ein bisschen wühlen? Wühli wühli? Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich. Na gut. Okay, wir können den Wagenheber dem Typen zeigen. Das dürfen wir ja nicht. Wir könnten noch mal telefonieren. Benutze Telefon mit Ich Nina. habe noch nichts rausgefunden, was mich wirklich weiterbringt. Na gut. Wagenheber, Schlauch. Nein, Zeitung, Schlauch. Was macht ihr da eigentlich? Kann man das sehen? Kanal. Da Ah. komme ich nicht runter. Der Arbeiter verstopft den Kanal. Kann ich da den Stein runterwerfen? So, jetzt lasse ich mich mal spoilern. Eine Die Absperrung. Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Das ist Das wohl wahr. Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Oh, der hat am Ende noch was anderes gesagt. Ja, wenn es einem kräftigen Arbeiter gehört. Schon klar. Sonst was? Schutt, Auto, raus, runter. Ja, aber was sollte ich denn mit der Zeitung? Hier, ich habe einen Wagenheber für dich. Oder einen Kieselstein. Oh, Menno. Dann machen wir hier auch mal so. Oh. Oh mein Gott, ein Zigarettenstummel. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Das war's jetzt. Die haben wir uns einfach nur so angeguckt. Ach, Schmarrn. Vielleicht können wir irgendwas mit diesen Stummeln benutzen? Nein. Haben wir. Okay. Ist der Arbeiter irgendwann mal fertig? Auto, raus. Schlauch, Arbeiter. Ich kann mir da noch irgendwas machen. Das Demolieren Ach des... ja. Ja, ist ja gut. Nein, du sollst da bleiben und du sollst da bleiben. Ein Werbeplakat der Gartour. Wenn nicht, die sind... Ja. Ja. Schon klar. Oh, ich könnte mit dem Stift. Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Ein schnulziger Fortsetzungsroman und eine leicht manipulierte Lottozahl. So einfach kann man zwei Männer gleichzeitig glücklich machen. Raffiniertes kleines Mädchen und auch noch fiese und gemein. Bitte schön, Herr Bauarbeiter, Sie sind Milliardär. Gedanklich zumindest. Für ein paar Minuten. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen.
Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt. Oha. Wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen, Sie finden mich unten am Fluss. Ich kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Du fieses kleines Mädchen. Im Übrigen, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann werde ich auch ja machen. So, jetzt hier, nimm den Schlauch. Nimm den Schlauch, nimm den Schlauch. Cool. Nimm das Band, nimm die Absperrung. Wir haben riesengroße Riesentaschen und uns hängt auch nichts aus den Taschen raus oder so. Eisenstangen. Okay. Okay, okay. Wir können damit... Ein langer Gummischlauch. Lange Eisenstangen. Absperrband rot-weiß. Gut. Zu wissen. Dankeschön. Okay, ich nehme an, wir können jetzt da runter. Da geht's runter. Zu dem verdauten Hühnchen von gestern. Lecker. Nom, 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 nom. Oh, Hühnchen. Ich hätte irgendwie Bock drauf. Das ist aber hübsch hier. So, Aufgang. Abwasser. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich mir denken. Das muss ich nicht noch genauestens analysieren. Naja, okay. Ich halte mir da mal die Nase zu. Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Aber ehrlich. Oh, jetzt habe ich mir die Nase zugehalten. Jetzt muss ich gleich niesen. Au, Backe. Okay, nein, ich muss nicht niesen. Ich rede jetzt einfach nur noch so komisch. Schnief. Eine schwere Sicherheitstür. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Okay. Warum musst du mal angucken? Angucken? Muss ich angucken? Müllhaufen angucken? Nein, wir haben uns schon alles angeguckt. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Hoch, ich bin so aufgeregt. Kommen wir jetzt eigentlich von da? Ja, ne? Wir kommen von da und gehen nach... Boah, ja, die strengt sich richtig an. Die Tür ist zwar einen Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Ach, Nina. Nina. Guck mal hier, Mädchen. Wieder meine Genialität, die uns hier weiterbringt. Puh, das wäre geschafft. Okay, dann gehen wir jetzt durch die Tür. Oh, ist das spannend, oh, ist das spannend, ist so spannend. Moment, kann ich da eigentlich jetzt irgendwas noch ins Wasser werfen? Vielleicht ein Glücksflatterband oder ein Glücksschlauch? Ein Glücksstein? Kann ich den Stein da aus dem Fenster werfen, aus dem Loch? Nee, na gut. Oh, ui, noch mehr Dinge, noch mehr Dinge. Ein Fass. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Oh je, man will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Steck doch mal die Eisenstangen rein. Wickel doch mal das Absperrband drumherum. Schmeiß doch mal einen Stein danach. Schreib doch mal deinen Namen drauf. Nina muss hier. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Okay. Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Echt? Hat man da so ein Guckfenster drin? Arbeitet jemand von euch vielleicht bei der Stadtreinigung oder als Abwasserkanalsmann? Und kann mir das mal erklären? Respekt vor dem Beruf im Übrigen. Sehr cool, dass es euch gibt. Herzlichen Dank. Drehrad. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Oh oh. Na dann dreh doch Warum mal. Sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Ach Nina, du bist eine Spaßbremse. Machst du einfach mal. Das ist in allen Spielen so. Einfach machen. Da fehlen alle Sprossen. Es soll wohl niemand nach oben gelangen. Alle ist nicht ganz richtig, nur zwei. Die Eisenstangen sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Ich wollte gerade mit meiner Genialität angeben. Dann kletter einfach hoch an einem Gummiseil. Ach, Menno. Oder an einem Flatterband. Jetzt bin ich schon wieder aufgeschmissen.
Im Übrigen sind hier ziemlich gruselige Geräusche. Das finde ich nicht so gut. Und wir kombinieren einfach wieder alles. Wir gucken uns mal an, was wir hier so Tolles finden können. Was man so kombinieren kann. Gar nicht mal so viel. Durchgang. Ja, daher kommen wir. Verteiler? Nee, sonst haben wir hier alles. Schnuddelibulli. Gehen wir mal zurück. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Weil ich schätze mal, alles, was man sich angucken kann, kann man auch in irgendeiner Art und Weise benutzen. Hier hatte ich schon alles probiert, ne? Ich könnte auch die Dinge miteinander verwenden. Ich könnte es natürlich auch lassen. Weil nichts miteinander verwendbar ist. Ah, Müllhaufen. Sorry, aber hier bei diesem Click-and-Click-Ding muss ich gucken, was ich alles miteinander klicken kann. Manu. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Schein... Ja, ich hab's verstanden. Ziehen wir uns dann jetzt vielleicht da hoch? Nein. Okay, dann lasse ich mich mal wieder. Spoiler-Alarm! Was ist das? Was ist das da? Streichhölzer. Die Schachtel scheint trocken zu sein. Wahrscheinlich hat der Kanalarbeiter sie hier verloren. Wahrscheinlich. Bitte, du Luder. Okay, fackeln wir einfach mal irgendwas von diesen Dingen hier an. Oder auch nicht. Verbrennen wir doch einfach mal den Müll. Schade. Verbrennen wir doch das stinkende Wasser. Auch sehr schade. Ein Rohr. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Das ist eklig. Das ist eklig. Da ist kein... Das ist eklig. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt hier das Flatterband unter das Rohr legen, dann ist die Erklärung sehr simpel, Nina. Weil... Nein, bleib stehen. Oh, du bist im Weg. Okay. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass dieses Rohr dahin führt. Vielleicht dürfen wir ja jetzt das Ventil aufdrehen. Warum sollte ich? Außer ein paar Dingen, die ich... Die ist mit roter Farbe... Dann verbrenn sie. Verbrenn irgendwas. Ich will, dass du was verbrennst. Okay, hier habe ich schon gespoilert. Mist. Ich rutsche immer mit meiner Maus aus meinem... Ich habe hier nämlich zwei Monitore. Ich bin nämlich voll Coolio. Nämlich Coolio-Leute haben zwei Monitore. Aber weil ich nicht ganz so Coolio bin, rutsche ich immer aus Versehen auf den anderen Monitor raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie hier im Full... Ist jetzt eigentlich voll unsinnig, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, ob ich das so einstellen kann, dass ich hier nicht mehr mit der Maus rausrutsche. Jedenfalls tue ich's. Ja, gehen wir mal wieder. Vielleicht kann ich ja irgendwie, keine Ahnung, den Schutt verbrennen oder so. Okay, jetzt sind wir hier oben. Vielleicht können wir noch irgendwas mit dem Auto machen. Vielleicht können wir... Ich probiere jetzt mal wieder alles aus. Daran merkt man auch, dass ich dieses Spiel wirklich blind spiele. Wirklich, wirklich blind. Habe ich auch schon versucht, alles miteinander zu kombinieren, ne? Manu! Auto! Jetzt ist hier nicht mehr so viel. Schutt, Auto, Werbeplakat. Sollen wir das Plakat anbrennen? Nee. Gut, gehen wir nochmal dahin. Vielleicht können wir ja ihm die Streichhölzer anbieten. Was? Huhu, ich bin's wieder. Hallo. Hi. Na? Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot.
Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. So viel weiß er auch nicht, außer über irgendwelche Krankenschwestern und Oberärzte. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Oder Oberärzte, Oberschwestern und Krankenärzte. So, dann raucht er mal eine Kippe. Sie qualmt still und leise vor sich hin. Und stinkt. Wie Sau. Rauch sie doch mal. Oh, Menno, wieso kann man nicht mal interagieren? Also nicht mal, dass sie sagt, ipui, babä. Eine Schachtel Streichhölzer aus dem Nightclub Lady. Ein paar sind noch drin. Nightclub Lady. Puh, ja. Nun also, das ist jetzt so. Immerhin sind wir schon mal ein bisschen weiter und haben eine angezündete Kippe. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie lange diese Kippe in meinem Inventar bleiben kann, bis sie abgebrannt ist. Wir machen jetzt nämlich eine Aufnahmepause. Das geht hier ruckzuck vorbei. Also bei mir, also ich finde, es geht schrecklich schnell vorbei. Ich hoffe, für euch auch. Und ohne, dass ihr Vorspulen drückt, sondern weil ihr es einfach so super spannend findet, wie ich. Okay. Und bevor ich jetzt total irrsinnig werde, wie ich oft und gerne ich dieses Wort irrsinnig sage, ob es irgendeine Bedeutung hat. Man weiß es nicht. Gut, ich mache jetzt Feierabend und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, was auch immer. Und immer schön die Bettdecke über den Händen lassen. Nee, das wollte ich so nicht sagen. Naja, wie auch immer. Bis dann. Tschüss.